sein, damit wir drei Mann auf der Maschine Platz haben. Der Max. Der wahrscheinlich würde man einfach da mitwerfen, so wie da einer durchgedreht wird. Also wie man so Kurven fahren kann, ist man auch recht. Das ist ein Trigger auf den Millimeter genau. Zweizylinder fährt hier etwas anders. Nur ist gut. Zeit gibt's. Erstaunlich. Gut gemacht. So, wir machen jetzt immer wieder unseren allseits beliebten Minilehrgang. Man wird immer wieder gefragt, wie kommt man zum Minifahren? Ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Man steht irgendwann am Ampel, sonst wo. Man gibt vielleicht zu viel Gas, lässt die Kupplung springen und das sieht dann ungefähr so aus. Man steht, man guckt woanders hin. Man hat dann hier solch ein Erlebnis. Der eine oder andere wird das auch schon mal erlebt haben. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen. Und man denkt dann immer, hey super, ich war auf dem Hinterrad, ich kann Mini fahren. Das wird jetzt gehen. Jede Menge PS, die man hat, egal ob 20 oder 120 oder 150, werden mobilisiert. Und dann geht's bis zur Drehzahlbegrenzung. Und jetzt kommt der Grenze. Aber wir fahren Mini. Und wenn man mal genau aufpasst, wie er da fährt, mit diesen angezogenen Armen, das ist nicht so ganz das 100%ige. Richtig schönes Minifahren ist entspannt, da sitzt man locker drauf, man ist relativ steil, damit das Ding nicht vorne oder runter fährt, dann braucht man auch nicht so unheimlich viel Tempo, man ist relativ langsam, die Arme sind relativ ausgestreckt, weil man muss nicht unbedingt so langsam machen wie der Oliver. Aber er demonstriert das hier absolut perfekt.
Motorrad vielleicht auf Summenschild stellen. Das sieht dann ungefähr so aus. Je nachdem, wie verschlissen der Klotz ist, ist das Ding auch schon mal aus der Senkrecht raus. Man kann dann also versuchen, dann so extrem zu fahren. Und ich kann euch versichern, vorsichtig, dass ihr das auch schon mal mit Serienmotorrädern gemacht habt, auf dem Nummernschild so ein kleiner Kratzer drauf war. Ja, irgendwie klappt das nicht so richtig, wenn du da machst, oder? Aber das Ganze war natürlich nur schon. Und wenn man sieht, dass so ein wenig fast Stillstand fährt, so kommt man wieder nach vorne. So die Steilstrecke, da hat es ihm angetan. Weil die hat er sonst nicht. Aber da kann man so wunderschön auch drauf spielen. Schade, dass man das von überall sieht. Yeah.